Hallihallo, liebe Leute, es geht weiter mit Outlast 2. Wir halluzinieren, wie wir das ja so regelmäßig tun. Oh, hier, Batterie. Hab ich mich nicht erschrocken. Diese Fernseherschrecken, die funktionieren bei mir nicht mehr. Das hat einmal ganz, ganz gut funktioniert, das war bei Outlast 1. Seitdem nicht mehr. Macht mir nichts mehr. Ich rechne jedes Mal damit. Ich glaube, es wird mich nur noch im Real Life erschrecken. Ah, schön. Tür ist aufgegangen. Batterie für mich. Verbände kann ich nicht mehr tragen. Sind wir jetzt in dem Computerraum, in dem wir vorher nicht reingekommen sind? Oh. Jessica ist dem Chat beigetreten. Hey Jessica, bist du da? Hi. Es funktioniert. So seltsam. Ich kann dich da drüben tippen sehen. Dreh dich um. Oh Gott. Witzig. Buddies, Lynn 15, Jessica 82, Family Coworkers. Netter, netter Zug. Aber die hätten das nicht ankündigen sollen. Mit dem Tippen sehen. Ich kann dich sehen. Was war das auf deinem Bildschirm? Das Fenster, das du zugemacht hast. Nichts, ich blöde nur herum. Ganz verstehe ich dieses Computerding noch nicht. Ich helfe dir gerne. Lynn winkt dir zu. Moment. Gemeinschaft, Unterstützung. Oh Gott. Was geht hier ab? Was geht hier ab zum Teufel? Wieder nur Rauschen. Natürlich ist es nur Rauschen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier rein? Irgendeinen Computer an? Die Tür ist ja ganz offensichtlich aufgegangen. Eigentlich eine nette Idee mit den Computern, die so plötzlich an- und ausgehen. Ah, schön, hier. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Hier war ich aber noch nicht drin. Was soll ich denn mit diesen ganzen Sachen? Das könnte help me. Help.me. Könnte es heißen. Verschlossen. Kommt hier irgendwo wieder Blut raus? Nein. Keine Ahnung, warum müssen Schulklos eigentlich immer so versifft sein? Ist mir damals schon immer aufgefallen. Ach, da. Wir scheinen hier richtig zu sein. Da war aber motiviert, die Tür zu öffnen.
Investigativer Journalismus. In seiner schönsten Art. Okay, da kommt der an. Oh, er ist schnell gewesen. Verschlossen. Alter Schwede. Folgt er mir noch? Oder kann ich jetzt zurück? Ist das Ding jetzt wieder zu? Jetzt ist verschlossen. Also meine Intuition würde sagen, ich muss hier lang. Also ich glaube, man geht immer eher rechts als links. Wenn man vor so einem Viech flüchtet. Also gehe ich jetzt einfach mal aus, wir wären hier auch lang gelaufen. Und so ist es auch vom Spiel gewollt. Ist hier vielleicht jetzt ein Computer an? Scheint nicht so. Verschlossen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Hier muss ich doch in die andere Richtung, ne? Was will das Spiel von mir? Oh, das ist eklig. Sieh mal eine an. Wo sind wir denn jetzt hier drin? Ich weiß es nicht. Wir sind anscheinend wieder in der realen Welt. Was war das? Sind wir zusammengebrochen? Na wunderschön. Mit einer Lautstärke, die seinesgleichen sucht. Was bist du denn für einer? Wie komme ich denn da von dem jetzt weg? Da weiß ich gerade nicht, wie soll ich, da muss ich an dem vorbei? Okay, einfach drauf los geht nicht. Das gefällt ihm nicht, das mag er nicht. Was zur Hölle? Ich denke, ich muss tatsächlich geradeaus weiter.
Nehmen wir mal eben kurz den Zettel. Ich lese es gleich vor. Diese Scheißviech. Oh, come on. Bastard. Fahr zur Hölle. Kommt der jetzt da durchgekrochen? Ja. Wieso sieht er mich denn da drin? Wozu sind denn diese Verstecke gut, wenn er da so einfach rausfindet, was, wo ich bin? Ja. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Okay, so geht's nicht. Einfach dran vorbeischleichen geht gar nicht, weil er zu fett ist, um an der Seite vorbeizukommen. Okay, ich glaube, das hat funktioniert. Renn da hoch. Oh, meine Güte. Wir haben Safe State. Das ist das Wichtigste. Das Wichtigste. Alle ab. Oh! Sam still hinter mir. Schön. Ich dachte, ich wollte gerade die Notiz noch vorlesen, aber. Das geht wohl nicht. Gut, dass er ein bisschen trainiert ist. Boah, ist der schnell! Boah, ist der schnell. For fuck's sake. Wie bin ich denn, wie soll ich das denn machen? Der ist ja genauso schnell wie ich. Kannst du keine Sekunde dich umdrehen. Die kommen von überall, wie die Kakerlaken. Meine Güte. Hi. Da kommen sie wohl nicht durch. Doch, sie kommen da durch. Das ist ja wohl echt ein scheiß Scherz. Bist ja nirgendwo sicher. Das kann ja echt nicht wahr sein. Schieb, Junge, schieb! Hier an der Seite. Wir halluzinieren übrigens gerade schon wieder, wie ich sehe.
Da kam auch irgendeine Kreatur. Läuft bei mir. Ne, einen noch weiter hier. Halleluja. So. Kann ich hier eben kurz den Text lesen? Ich mache hier erstmal Pause. Liebe Leute, kurzer Cut an dieser Stelle. Morgen geht's weiter und also langsam. Es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend, das Spiel. Wir hören uns. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.